Bullseye. Sieht aus, als wäre der so ein Rave. War dieser andere? Nackte. So, zack, aufgebockt. Jawollo. Wo sind die halben? Wo ist noch so ein halber? Da liegt ein halber drin. Können den nehmen zum Aufbocken? Stellen Sie die Bäume ja. an dem Weg weg? Sorry, ich wusste nicht, dass es... Gibt's ja nicht. Und den einen. Ich bin doch selber die ganze Zeit am Fällen. Oh Gott, du schickst mich dann. Okay, hier rüber können wir noch nicht. Huch. Na gut, ja, den können wir trotzdem setzen. Das ist ja eine tragende Wand, ne? Glaube ich. Oder sowas. Ach, das ist ein kurzer. Ah ja, vielleicht hätten die nicht setzen sollen. Achtung, Baum, Emil. Der ist gut. Wo? Jawollo. Und hat die drei Beine. Das ist halt irgendeine mutierte. Das ist die Tochter des Besitzers des Hubschraubers, aus dem wir rausgefallen sind, glaube ich. Komm mal zu mir, bitte. Was Hallo? Ist denn zu mir? Ich habe ein paar Vorratsdings gefunden. Okay, da hinten. Wie lange wir brauchen die Baumstelle, bis sie despawnen? Keine Ahnung, bei der Kimi liegen auch welche. Oha, halbe Höhle, Digga. Ja, okay, dann. Komme ich ja, erstmal zu euch. Also ich weiß nicht, ob man es kaputt machen kann. Ja, komm an, wir können da rein. Okay, da wollen wir aber noch nicht rein, oder? Nö. Okay. Aber hier ist eine Höhle, ich hab einen gruseligen Sound gehört. Ich glaube, das habt ihr da. Getriggert. Was ist denn das? Warum habe ich denn hier eine Uhr? Du willst da Eisen und Diamanten finden? Ach, weil es eine Uhr ist. Kann ich das GPS-Ding wieder wegmachen? Mit G. M. Ach. Wusste ich. Wodka gefunden. So. Echt? Oha, gib mir einen. Ja. Ja, Wodka. Wodka, blöd. Feinster Wodka. So, kann ich jetzt hinten schon connecten? Nee, noch. Doch. Bam. Den ja. Aber den Willst wahrscheinlich. Du mir irgendwas mitteilen, Chef? Nee, dazu muss ich jetzt erstmal einen aufbocken da hinten, ne? Okay. Bei dir oben im Haus ist ein Reh, das sitzt da drin. Stimmt. Ja, lass das. Oh nein. Hier, dann können wir schon mal einen Boden legen. Dann kriegen wir schon ein paar von den halben Dingern hier weg. Hier mal ein bisschen Ordnung zu machen. Okay. Jetzt bräuchten wir so kleine Stämme, die wir hier drunter setzen können. Unter die drei hier bei mir, ne? Irgendwie. Das ist ein halber. Wie kriege ich die da jetzt drunter? Ich will hier drunter, Digga. Wie sieht's bei dir aus mit Schlafi? Oh, bei mir könnte auch langsam Zeit. Bei mir ist komplett leer die ganze Zeit. Okay. Chrissy schläft gleich im Stehen ein. Hier ist so ein halber. Kannst mal gucken, ob du den da vorne unter einen der Stämme bekommst. Weil wir können den Querbalken quasi nicht legen, solange wir den da drüben nicht haben. Was will ich meinen? Ja, aber es gibt da so unterschiedlich lange halbe. Das ist das Problem an der ganzen Sache, ne? Halb ist nicht gleich halb. Wo ist denn die Sonne? Die geht wirklich gerade runter, glaube ich, ne? Ja. Können wir wirklich mal Bubu gehen? Ja, sagen wir mal. Ja, ich mach noch kurz ein Schlückchen. Wollen wir kurz noch warten, bis es richtig dunkel ist, sonst wachen wir in der Nacht auf? Mitten. Können wir auch. Also, weiß nicht, wenn der Krise lang durch ist. Markus, meinst du so einen gespaltenen halben oder nur so einen halben von der Höhe? Weil einen halben von der Höhe gibt es aber auch unterschiedlich, ne? Also, je nachdem, wo man den abhat. Müssen wir das nicht machen? Was? Ich hab echt einen Energy Drink. Weil du. Echt? Weil ich den Querbalken nicht legen konnte. Doch, nee, den hier. Weißt du, den Balken hier. Den ganzen. Den kannst du jetzt gerade nicht legen. Weil die drei hier alle nicht untergebockt sind. Ja, ich kann noch ein bisschen. Aber die halben sind auch nicht halbe, weil der hier ist auch ein halber, der da unten steht. Ist aber länger als der halbe, der hier unten drunter ist zum Beispiel. Und das ist auch noch der Fall, wenn wir die dann... Hier ist zum Beispiel ein kleiner Halber. Das ist ein ganz kleiner Halber. Der könnte gehen. Ja. Aber guck mal, es geht doch. Zack. Huch. Jetzt habe ich den aber auch gerade im Moment untergebockt, ne? Kann sein, dass das literally... Und, nee, du baust aber auch nicht... Du bockst aber auch nicht unter. Du baust die Wand, glaube ich, da drin, weil wir die Balken oben komplett haben. Weil der ist höher. Warte mal. So, das ist jetzt der untere. Virginia ist wieder hinter dir?
So, warte mal. Ich kann den noch auch. Warte, ich kann den noch auch so hinsetzen. Dann kann ich den noch selber abhaxen. Dann haxe ich den jetzt da oben ab. So, nehme ich jetzt den kleinen. Stell den hier so runter. Ha, ich bin so ein Genie, Alter. So, dann hacke ich den hier nochmal durch, oder? Jawollo. Jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's. Zack, und dann bocken wir den da drüben unter. So. Jetzt nämlich. Ich hab mein Haus bald fertig. Da drunter kannst du auch noch einsetzen jetzt. Unter den, den du gerade gelegt hast. Weil, ja, genau, weil der obere war jetzt der erste Teil von der Wand schon, was du da die oberen hast, ne? Okay, und das hier kann weg, ne? Also wie du möchtest jetzt, ne? Wenn du da noch weiterbauen willst, dann ja. Ding hier? Nee. Ja, mach wie du möchtest. Genau. Ja, jetzt hast du dein Fundament gerade. Und jetzt können wir schlafen gehen. Ja, aber das hier kann ich jetzt nicht wegbauen. Doch, warte mal. So wie eben. Genau, von einem Körper ausbringen und drei. Markus? Nee, nur zwei. Zwei ist doch auch schon unnormal. Wieso muss ich denn gleich drei haben? Sag mal, neuer Spielstand. So, ich hab gespeichert aus. Dann trink noch ein Schlückchen, bevor du schlafen gehst. Aber nicht, dass du dann ins Bett machst. Mal gucken. Nee, hab ich nicht. Wird's schon wieder hell oder was ist hier los? Nee, es ist dunkel erst. Wir gehen jetzt erstmal schlafen. Das sieht bei mir aus wie Sonnenaufgang gerade. Ja, die gibt's ja echt. Gibt's die auch, Markus, ne? Also ich hab mal irgendwo, keine Ahnung. Ich will es nicht sagen, der Doku, aber irgendwo in irgendeiner Sendung oder so. Sei es Galileo oder sonst irgendwas. By the way, sagen lassen. Ich hab Hunger. Muss am besten alle speichern. Okay, also ich hab gespeichert eben. Ich speichere auch immer. Speichern. Oh Gott, ich kann keine Knochen mehr. Ich bin erstmal gespeichert. Ich mach mir das voll wieder an. Ich. Boah, sollte ich nochmal so geile Ärmchen drauflegen? So ein paar Rippchen machen? Kann man die essen? Man kann die schon essen. Der fängt dann auf Knossi-Basis das Würgen an, aber. Also ich hab dann gegessen. Weil ich brauch ganz dringend was zu essen. Okay, dann verrottet den vielleicht nicht. Der eine ist. Ja, ich auch. Der eine ist rot. Kevin. Hey. Knabberknossi. Knabbernossi. Kabernossi. Knabbernossi. Fisch. Und jetzt habe ich den Verrotteten wieder aufgehoben. Ich glaube, den Arm kann man vielleicht noch essen, den Kopf vielleicht nicht mehr. Bin mir nicht sicher. So, Augen ist Delikatesse. Komm, weg damit. Hab ich den jetzt in die Tasche gepackt? Ist jetzt durch? Okay. Kann ich denn das essen? Hallo, ich würde gerne den Arm essen. Nee. Sag mal. Ich will den Arm hier, den da. Den will ich essen. Kann ich Material. Ich glaube, der ist noch nicht durch. Ah, okay. Material wie Seile und sowas. Kann ich sowas auch herstellen? I don't know. I guess. Wo sind denn in meinem Inventar die Köpfchen? Ah, da drüben. Der Arm ist durch. Der Arm ist durch? Ja. Ich habe auch noch zwei Fischchen. Knall ich mal hier. Ich habe hier auf den. Ich kann den nicht. Dingsen. Oh, doch, ich hatte ihn. Oh, jetzt ist er. Nom, nom, nom. Geilo. Hier liegen drei Fische drauf. Okay. Wer braucht Fisch? Ja. Wie sieht es bei euch allen aus? Also ich habe hier ich brauch einen Fisch. Ach so, dann du, ach da drüben sind drei Fische. Ja gut, dann hat jeder einen Fisch, ja. Dann ist der Emil und ich beim Chrissy mit. Emil, hier drüben. Da drüben ist nur der Kimi, ihr einer. Die sind grün, ist das schon essbar? Nee, man muss warten, bis die ein bisschen braun sind, oder? Ja, also muss sprich. Wird das auch in diesem Pac-Man-Zeichen angezeigt? Nee, da, okay, jetzt. Okay, ich habe einen geklaut, danke dir. Ich auch. Bitte. Danke. Kelvin, es ist ich meine gerade einen Schrei von hinter Emils Bude gehört zu haben. Okay. Das ist nicht. Ich habe keinen Folterkeller gebaut. Ich möchte nur. Aber ich glaube, Schreie hört man doch immer mal. Die hat man doch auch früher immer gehört, ne? Ja. Ja, die sind halt irgendwann mehr geworden. Also Schreie sind jetzt heißt nicht unbedingt, dass wer in der Nähe ist. Die hast du auch mehr oder weniger random mal. Also vielleicht schon in der Nähe, aber nicht so zwingend. Die kommen jetzt, weißt du? Ja, okay. Sie patrouillieren oder sowas da und haben was gefunden. Wir haben auch keine Mauer.
Baut irgendwie eine Mauer. Oh, wir können aber eine Mauer bauen, ne? Ich habe Mauer im Buch gelesen. Machen wir auf Trump. Wir bauen keine Mauer. So, jetzt musst du nach vorne fahren, richtig? Yes. Okay, ich glaube, ich habe das raus mit dem Baumfällen. Ich auch. So, können wir jetzt auch mal hier unter dem Haus eben weiterbauen. Ja, danke für die Hilfe. Ja. Dafür sind wir da, ne? Die. Ich glaube, der Baum ist Baumeister AG. Weihnachtsmann und Co. Bau AG. Weihnachtsmann, sag mir, wieso bist du so schlau? Ich kann nicht mehr Stöckers tragen, sehr schön. Ist er schlau oder ist er schlau? Schlau. Schlau, okay. Das war der Weihnachtsschlaumann. Scheiße, ich muss was trinken. Da ist noch ein Bäumchen. Oh, jetzt kannst du aber natürlich halbe ganz gut gebrauchen, ne? Theoretisch. Oder willst du, ist das Fundament jetzt durch so? Okay. Achso, ich bin durch erstmal. Das Fundament auch? Ja. Okay. Wieso kann ich nichts trinken? Ich müsste auch was trinken, das ist ein guter Reminder. Ja, ich kann ja, aber jetzt... Oh, ach, Vorsicht. Tiefer, Rüdiger, tiefer. Was? Okay. Hui. Hast du dir einen Milchshake bestellt oder wieso schlupfst du so? Ja, Bauchi-Fauchi. Bauchi-Fauchi-Shake habe ich mir bestellt. Ich hatte heute so Lust auf einen Milchshake. Oha. Wieso kann ich hier einen Hinschlag? Ah, wegen dem Balken da unten, oder? Kann das sein? Nee. Wieso konnte ich jetzt da einen Balken? Ach, weil da so ein Fundamentsbalken ist, ne? Glaube ich. Kann ich auch den kleinen da hinlegen? Nee. Okay. Wir lernen, ne? Hoch. Was mache ich jetzt mit den halben? Ich könnte mir hier so ein Hochbeet oder sowas bauen, ne? Was? Ah, das ist das. Okay. Verstehe. Ist das, was die Kimi vorhin meinte? Dann bauen wir das wieder hier rein, ne? Nicht, dass wir halbe Sachen machen. Halbe machen Sachen. Batz. Und Batz. So. Was mache ich damit? Keine Ahnung. Baue jetzt ein Fundament. Halt. Okay, Moment. Ich gucke jetzt in meinem Buch. Gibt es jetzt eigentlich so ein Stöckersammelding? Wir haben noch vorhin Sachen gelernt. Ein Speer hätte ich bauen können. Ich könnte immer noch. Wir haben das. Nee, irgendwie hat ein Seil, ne? Ich glaube, mit einem Seil könnt ihr einen Speer bauen, ne? Das ist nur so am Rande. Ich glaube, da habe ich vorhin irgendwas ich in. Ich kann einen Speer bauen. Also nur, falls ihr einen Speer bauen wollt, ne? Keine Ahnung, wollte ich nochmal gesagt haben. Eine Seilbrücke. Nee, ach, das ist ein Seil. Hä? Seil. Ja, das ist ein Seil, sehe ich. Hier ran und dann? Und dann was? Können wir da hochziehen oder was? Weiß ich nicht. Oha, man kann ja wirklich eine Boah, das ist ja fancy, das will ich bauen. Feuerholz? Okay. Halbieren? Ah, man kann die halben auch nochmal halbieren. Das glaube ich jetzt nicht. Was? Was ist los? Also ich glaube, ihr kennt das, aber ich kannte es halt jetzt nicht. Was? Ich kann mir einfach eine Hütte hinsetzen lassen. Was? Ich brauche halt nur die Matze. Ach so stimmt doch. Es gibt doch diese Pre-Dings, oder? Gab es die nicht letztes Mal auch schon? Ja, stimmt. Presets quasi? Das setzt mir dann hier, ich habe mich schon gewundert, warum das so unterschiedlich Moduswechseln? Das ist. Moduswechsel? Der will halt nur die Mats dafür haben. Ah, Moduswechseln, ja. Da sind auch, das Bett. Oha, mach mal das Buch und geht auf Moduswechseln, dann kriegt auch die Möbel und so wie das. Ja. In dem Modus musst du ja für Sachen wie Betten und so, stimmt. Die hast du doch nur komplettiert. True. Ach, du setzt dann da, ich verstehe, Tisch, du versetzt diese Blaupause rein und die füllst du dann aus mit den Sachen. Genau. Ich mach mal hier ein Stöckerlager zwischen uns quasi in Chrissy, ne? Ja. Dann können wir hier ein bisschen Stöckers lagern. So, wenn du willst, kannst du deine Stöckers da reinschmeißen. Baumunterschlupf 2. Sollen wir einen Knochenstuhl bauen? Komm, wir haben sowieso so zu viele Knochen, ich baue jetzt einen Knochenstuhl.
Bett aus Stöcken. Bett aus Stöckers. Bett aus Stöcklis. So, pass auf, wir stellen jetzt hier hin und dann haben wir einen Blick auf den See. Knochen drohen, Digga. Ah. Ein Schädel, oder? Eins Stuhl. Virginie ist hier, die rennt. Ah. Wie sehe ich aus, Leute? Ich komme zu dir. Sag mir, dass ich Killer aussehe. Hast du... Warum ist der Kopf so groß? Genießt du das? Kannst du das... Wie komme ich hier wieder raus? Ich habe keine Worte. Wie komme ich hier wieder raus? Wie kann ich aufstehen? Nie. Ah, nie mit wieder. Wem? Ist hier ein... Hä? Was sind das? Also was sollen diese Schulterblätter? Total useless. Aber gut. wir gucken weiter. Buch. Eine Deckenschädellampe. Kronleuchter, aber einen neuen Schädel. Habe ich noch einen Schädel? Kann ich die... Na gut, jetzt bräuchte ich eine Decke, ne? Die kann ich auch noch machen. Ah, ein Seil. Mann. Ein Seil. Lagerung, Stöckerlager haben wir. Ein Knochenlager können wir auch machen, ne? Und ein Stammlager, komm. Chris, ich mache hier ein bisschen Lagerungsmaterial zwischen uns. Mhm. Ist das Murrays Marker? Wer ist Murray? Hey Virginia, geht's dir gut? Oh, ich habe keine Stöckers mehr. Sowas gibt's. Ganz viele Stöckslis. Kannst du das Lager legen, wenn du möchtest. Also musst du nicht auch, ne? Ist das für kleine Stöckis? Ja. Also wir haben jetzt beides. Wir haben für Stöckis, wir haben jetzt, ach so, jetzt ja, für Knochen. Also dann kannst du auch kann ablegen, wenn du keine mehr sammeln kannst zum Beispiel. Das hier ist für Stöckis, das hier ist für Knochens mit C. Und das hier wäre für Stämmlis. Der sprechende Totenkopf. Achso, ich habe Monkey Island nicht gespielt. Hat der Christian Monkey Island vielleicht gespielt? Oder? Ich habe Monkey Island nicht gespielt. Nein? Oha. Nein. Ich dachte, als alter Deponia-Crack ist das voll in deinem Repertoire. Oh, ein Trockengestell. Ich brauche hier auch ein Trockengestell hin. So. Das müssen wir zwar erst ausfüllen, aber kann ich machen. Wir haben hier Stöckers. Hier schwimmt eine Schildkröte. Hallo. Bitte lass sie auch. Weil sie streicheln. Ich habe jetzt hier so ein Trockendingens, ne? Oh Gott, der eine. Rumschieben. Ist das eine Wasserleiche, Digga? Was ist das denn? Was, hä, wieso ist der Kopf so silber? Was ist das denn? Virginia ist am Wasser. Raus ist mein Inventar. Das ist ein Stein. Oh Gott. Das ist widerlich. Okay, eine Schaufensterfigur brauchen wir vielleicht nicht. Ein Regal. Boah, ein Regal kann ich jetzt Haus bauen. Ich soll vielleicht erstmal, okay. Wir haben neue Sachen entdeckt. Wir eskalieren hier gerade mit dem Buch. Ich sollte erstmal das Haus fertig bauen. Ja, Markus, kannst du haben. Hallo, Reh. Sehr zutulliges Reh. Schick dir den Arm nach Österreich. Ich bin mir sicher, dass da der Zoll nichts gegen haben wird. Niemals. Das ist schon alles gut so. Wo ist denn Calvin? Ach hier, hi. Ich hatte den was? Ich kann Pause machen. Was okay, für Pause? Nicht mehr Pause. Hol mich, gib mir. Diese, gut, ja, wunderbar. Okay, Chef. Ali nix schuld. Ali nix schuld, diese. Kein Stöckers. So, wir gehen, So, dann kann ich mir erstmal Holz, dann kann ich ein paar Stämmers ablegen. Das ist super. Einsame Klebeband und Stöcke. Für was brauchen wir Klebeband und Stöcke? Wer baut hier was? Stöcke ist bei mir. Ich baue gerade... Ach so, das war bei dir. Ich war gerade schon verwirrt. Ja, das sehen wir halt für alle. Sobald wir eine Blaupause quasi da stehen haben, wird das bei uns angezeigt am Metz. Ich baue gerade ein Bett. Oh. Mit Klebeband? Mit Klebeband? Ja. Also schläfst du auf einer Rolle Panzertape oder was mit dir? Oh, sie gibt mir, die Virginia hat mir was gegeben. Echt? Wieso denn dir?
Aloe Vera hat es mir gesammelt. Du hast nichts zu der Artikel 13 beigetragen. Ja, dann fängt sie an, uns zu mögen. So, weil die will so sein wie Calvin. Und bringt dir dann immer wieder Sachen, so Stöcke und sowas. Bringt sie ein Stöckchen? Ja. Und dann wirfst du es und dann bringst du es wieder. Okay, Markus, ich werde es mir merken. Lifehacks. Soll Lifehacks bei Markus. Was denn? Wir müssen den Arm einfach als halal und koscher kennzeichnen und dann traut sich keiner, das abzulehnen. Sie jetzt kommt, geht sie zu Chris? Gib mal eine Stimme an. Sie ist Hallo. Mit dir. Legen Sie die Axt weg. Kann ich Ihnen behilflich sein? Ich habe keine Axt in der Hand. Ich wollte schon gesagt haben. Also, du darfst dich gleich nicht hinsetzen. Schuckartige Bewegung, Chris. War ja, sass. Ich hab mich auch hingesetzt. Nee, das war sass. Chris, hast du dich nicht gewaschen? Wo? Was ist hier passiert? Bei Wo? Deiner Bude? Bei meiner? Wieso? Ja, hier fährt ein bisschen was. Ne, unten? Nee, da war noch nie was. Die kommt wieder. Das ist nur Base quasi. Da unten drin war noch nie was. Die Virginia kommt wieder. War da kein Boden? Nee, da war noch nichts. Die ist in Chris' Haus. Chris rennt B.O.B. Also war, oh, stimmt, gab's beim Alten gab es noch einen Wagen, ne? Willst du ein B.O.B.? Was? Wer will ein Stockpfad? Oha, wir können auch einen Weg bauen. Aus Stöckers oder Fels. Ein Vogelhaus. Ein Zuhause, ja, das habe ich auch gesehen. Ein Pflanzengefäß. Boah, das ist was für ein Hausen. Eine Kleintierfalle, eine Fisch. Oh, eine Fischreuse wäre vielleicht gar nicht so dumm. Ich baue hier eine Fischreuse hin. Wir sind Otto. Ich nehme mein Holz ab. Guck nicht so, das ist mein Holz. Ich hab mal hier diesen Hakenkram, habe ich mal mit Fischen dicht gehängt. Ja, das ist so ein Trockenlager. Du kannst ja auch trocknen, anstatt die zu kochen quasi. Dann halten die auch länger. Glaube ich. Das ist geil. So, ist da noch Platz? Jetzt gerade nicht mehr. Aber du kannst die Arme wegtun, theoretisch. Fliegenklatschenfalle. Was ist das denn? Ach du Scheiße. Eine Falle, um Fliegenklatschen zu sammeln? Hä? Was? Ja. Okay. Wer kennt sie nicht? Ich sammle mit der Falle Fliegenklatschen. Ja. Und mit den Fliegenklatschen machen wir die Fliegen dann kaputt und klatschen die. Ich verstehe jetzt das Problem nicht. Achtung, falsch, Baum. Flung. Ja. Hier fällt ein Baum, Achtung, der ist schon so 3 Meter. Sie ist echt schon so 3. Ja, ist schon so 3. Mann, jetzt hab ich einen Ohrwurm von Weihnachtsmann und KG. Sehr schön. Also Emil, das nur so als Tipp, weil du vorhin das Problem mit dem Baum hattest, ne? Du solltest einfach aufpassen, wenn du Bäume fällst, die quasi direkt an anderen Bäumen liegen. Also wenn die so direkt nebeneinander stehen und du den so fällst, dass der an den anderen ranfällt, fällt er quasi nur senkrecht nach unten zusammen. Ja, so, das ist genau passiert. Das ist das Problem. Das heißt, wenn du einfach keinen Baum fällst oder dann direkt wegläufst, sobald er das Fallen anfängt, dann bist du safe. Okay. Und das hat jetzt auch gerade. Also wie gesagt, gefährlich, wenn die Bäume zu nah aneinander stehen. Hä? Also ich brauche Hilfe. Wegen? Den Gegnerz? Nein, wie kann ich ein Dach bauen? Auch aus so halben Dinger, ne? Entweder musst du von oben drauf. Nee, das geht von unten auch. Also quasi ein Stamm, entweder du nimmst direkt halbe oder du nimmst ja halt einen Stamm und guckst nach oben. Weißt du, wie ich meine? So wie du einen Boden baust letztendlich. Aber ich guck von unten nach oben und da passiert nichts. Ist das alles, also ist das stabilitätstechnisch machbar? Warte, ich komme rüber. Gucke. Aber ich vermute, dass es einen Wagen gibt, ja. Gesundheit. Dir fehlt. Gesundheit. Du musst 2 reinmachen. So, ganz der Rahmen reicht nicht. Du musst quasi hier in der Mitte eine Reihe Balken durchmachen. Also, du hast doch hier die Länge von den Balken, ne? Muss ich jetzt hier so eins noch hinmachen? Ja, du musst halt oben längs noch eine Reihe machen. Du kannst. Okay. Die Reihe kann so lang sein, wie du möchtest. Du musst keine Balken zwischen drin haben in der Reihe. Aber du musst halt. Ja, du musst halt die Reihe haben. Okay. Weil das ja sonst in der Mitte, wenn du da jetzt so einen halben Balken quasi reinlegst, ja, der nur halb so lang ist, fällt das zusammen, ne? Die Virginia ist bei dir crazy, ne? Ja, ich weiß. Ich glaube, die ist verliebt. Deine neue Freundin. Crazy, wer
Wäre das nix? Du und die Virgie? Die ist bestimmt Virgin. Ja, sonst würde sie ja nicht so heißen. Ah, nicht. Nach dem Chris ist sie nicht mehr. Huch. Oh, der Emi hat voll das schöne Dach gebaut. Danke. Angeber. In Minecraft kriegst du sowas nicht auf die Kette, ne? Das stimmt. Das ist leider wahr. Leider geil. Ich komm hier nicht rein. Ich auch gerade nicht. Du musst dich bücken. Ja, ich muss hier noch eins abmachen. So, wo ist der halbe hingefallen? Warum ist tatsächlich genauso gefallen, wie ich das wollte? Also, das funktioniert tatsächlich scheinbar. Mit dem letzten Fitzel? Ja. Ja. Also so halt, ne, dass da, ja, dass man den so umschlägt. Ja, genau. Und du lässt halt nur da ein Stück stehen, in die Richtung, in die fallen sollen, quasi. Virginia ist immer noch bei euch. Ja, die, ne, wenn, also wenn du das Fisch klaust, dann hake ich dir ein Bein ab. Hast ja dann immer noch zwei. Alles Nein. easy. Entschuldigung? Nein! Ist jetzt den Arm? Oh. Was hast du gemacht? Ist dir was aufs Haus gefallen? Ja. Aber wir haben doch gerade gesagt, du abholzen sollte. Wieso ist hier ein Hase in meinem Haus? Die hat nichts rein? Gegessen. Herr What Hase? The fuck? Wie kommt der hier rein? Hast du geklingelt? Soll ich den Hasen schlachten? Eigentlich sollte ich es tun, ne? Ich esse keine Tiere. Aber schlachten ist okay. Bodenlos. Absolut bodenlos. Aber die Wahrheit. Bodenlos. Die bodenlose Wahrheit. So, Fenster. Soll ich dir halbe Stämmers mitbringen? Na? Mit wem redest du? Na, mit dir. Ja, die haben wir doch. Oh. Hey, wieso? Weiß ich nicht, weil wegen Fundament. Ach nee, du hattest ja gesagt, du hast Fundament fertig, ne? Ja. Ach, doch nicht. Ich hatte hier angefangen. Na, egal. Hä? Ich komme hier nicht zurecht. Warte mal. Mich stört, dass dann meine eine Tür so rum ist und die andere so rum. Hast du gegen Bomben? Nee, nee. Wann war das? War das heute? Ich habe nur gesehen, dass. Boah, ich hatte angefangen, mir die Premier League-Ergebnisse anzugucken und dann habe ich quasi, wie ich angefangen habe, wieder aufgehört. Ich habe gesehen, dass. Ich glaube, ich habe gesehen, dass City gespielt hat, so. So ein Ding ist das. Hast du gespaltene? Kleine? Gespaltene Zunge. Oder gespaltene große? Große. Hast du den, ja. der das Lager hier leer gemacht? Stöckerst oder was, meinst du? Oder große. Wie habe ich leer gemacht? Ich habe es vorher gemacht oder okay. habe ich es wieder leer gemacht? Ich dachte nur, das wäre irgendwie. Also, du kannst dir das schon. Nee, nee, also ich habe es leer gemacht, aber. Okay. Du kannst das auch voll machen oder so oder mitnutzen, wenn du möchtest. Das ist nicht das Ding. Der Emi ist fertig. Bitte nerven. Ja. Ich habe sogar eine Tür gebaut. So, wo hatte ich jetzt die Fischreuse? Ich wollte gerade sagen, wo hatte ich jetzt die Blaupause angefangen? Ich komme mir so Nubi vor, weil ich das alles gar nicht checke. Wir sind alle Nubi hier. Ja, guck dir das Haus vom Emil an. Ja, der Emil ist ein Streber. So. Jetzt habe ich es gesagt. Ey, nein, komm, sag das nicht. Kein Leiter, hä? Umfeld. Ich kann kurz Kelvin spielen, wenn du willst, Kimi. Boah, der war schon so drei, der Baum, ey. Es ist nur so, dass ich einfach nicht verstehe, was ich hier tue, sag ich dir ehrlich. Heute. Ich fand beim ersten Teil, fand ich es um einiges einfacher zu bauen. Ja, ich glaube, aber wenn du drin bist, ist es halt hier schöner, weil das ein bisschen vielseitiger ist, ne? Ich glaube, es ist halt so eine Gewöhnungssache. Wenn du mal das System verstanden hast und so, dann ist das, glaube ich, schon nicer so vom Bauen. Kommt halt darauf an, was dein Ziel ist, ne? Ob du viel bauen willst oder ob du sagst, hey, einfach nur zum Überleben eine kleine Hütte und das war's. Hier keine Holzlager? Ich habe, beim Chris und bei mir habe ich welche gebaut. Also Holz oder Stock? Beides. Beides. Beim Chris habe ich, also bei uns ist fast alles an Lagern. Du kannst aber natürlich, wenn du das für die Chemie ein bisschen Holz haben, du auch drüben bei euch dann zwischen euch noch was bauen. Weil das ist natürlich wegtechnisch schon sehr weit zu uns, ne? Ja. Also gar wo, auf welcher Seite hast du es gefunden? Weißt du das? Du musst den Modus wechseln auf jeden Fall. Ja, habe ich gemacht. Das ist bei Versorgung, glaube ich. Nee, Lagerung, braun ist das bei mir. Das mit dem Pfeil wahrscheinlich. Mit dem Pfeil und dem gestrichelten Dings rechts. Da muss das irgendwo bei sein, schätze ich. Wie sieht's bei euch bei bei Hunger, Durst und Schlaf
Schlafen sieht schlecht aus. Also Durst sieht gut aus, Schlafen wird langsam kritisch, ja. Aber die Sonne geht auch Richtung Ende, ne? Ja. Was für Persönlichkeit, Markus, bitte was? Ich werde am nächsten Morgen verpasst sein. Ich glaube, ich habe schon wieder einen Kontext. Ich habe wieder irgendwas gesagt. Ich habe jetzt hier eine Fischschleuse gebaut, ne? Vielleicht kommt dann Fisch rein. I don't know. Okay, also, ich muss schlafen. Ja, ich bin müde auch. Calvin, okay. Sollen wir noch ein bisschen durchhalten oder wollen wir Bubu? Also ich hatte gerade einen Verbindungsverlust. Ja, ich habe es gerade gesehen, das Team. Oh. Kommst du wieder rein oder bist du schon wieder drin? Du bist schon wieder drin, ne? Bin da. Okay. So lange bin ich gespannt. Achso. Bisschen trinken, bevor ihr schlafen geht. Ja, getrinkt habe ich. Also ich bin auf Bubu. Okay. Ich habe doch Bett bei mir zu Hause, wieso gehe ich hier hin? Ich hab Bett bei mir zu Hause, was will ich denn bei euch? Und wir gehen nochmal Bubu, ne? Ja. Ich hab zwar Hunger wie Arsch, ich verhungere, aber macht nichts, ich schlafe erstmal.